Mein Lieblingsfilm als Kind war Die unendliche Geschichte. Da hat mir vor allem gefallen dieser Junge, dieser Bastian, der einfach am Anfang noch nicht das Selbstvertrauen hatte, das, was in ihm steckt, eben rauszulassen, diesen Mut zu finden. Und da habe ich mich ein bisschen auch selber gesehen, glaube ich. Und dann habe ich mir x-mal damals auf VHS angeschaut. Ja, also das war wirklich fantastisch. Und eine aktuelle Serie zum Beispiel, die ich mir anschaue, das ist heißt nicht sehr hochtrabend intellektuell vielleicht oder philosophisch, aber man kann sich gut mit den Schülern darüber unterhalten, ist Game of Thrones. Weil einerseits bin ich ja sehr Geschichte interessiert und Geschichtelehrer und hatte ein bisschen was, zumindest im weitesten Sinne, mit Geschichte zu tun. Es ist eben, was mir an dieser Serie gut gefällt, ist, dass es dieses ganz klassische Gut- und Böse-Schema auch durchbricht, dass einfach die Persönlichkeiten so vielfältig sind und sich auch so entwickeln und dass einfach auch der Menschheit einfach mehr entspricht, weil einfach auch der Mensch sich so entwickeln kann im positiven, im negativen Sinne, ambivalent, ja, und da das Unvorhergesehene viel stärker da ist als so klassische Gut- und Böse-Geschichten zum Beispiel. Also das gefällt mir einfach an dieser Serie einfach extrem gut.